Bei der Riesenauswahl an Schokolade stellt sich natürlich die Frage, welches soll ich jetzt kaufen? Die erste Antwort und die wichtigste ist natürlich die Schokolade, die dir am besten schmeckt. Dann kann man alles Mögliche daraus machen. Natürlich sollte man im Auge behalten, dass manche Rezepte einen Prozentanteil der Schokolade voraussetzen. Das heißt, manchmal liest man dunkle Schokolade mit 60% Kakaoanteil oder mit 70% Kakaoanteil. Das ist zwar nur die halbe Wahrheit, aber ist schon mal ganz ein guter Richtwert, weil dieser Prozent, was dabei steht, sagt nur über diesen Gesamtkakaogehalt was aus und nicht über die Zusammensetzung von Kakaomasse und Kakaobutter. Aber das ist jetzt zu theoretisch, da will ich dich jetzt nicht damit verwirren. Letztlich gibt es diese drei großen Familien an Milchschokolade, weißer Schokolade und dunkler Schokolade. Die dunkelste ist natürlich so am besten, sage ich mal, mit 70%, 80% ist schon was für Liebhaber. Es gibt 100%ige Schokolade auch, die würde man als Kakaomasse bezeichnen. Die ist dann halt sehr bitter, sehr geschmacksintensiv, eignet sich aber gut, um so ein bisschen zum Schokomousse dazuzumischen, um das sehr intensiv nach Schokolade schmecken zu lassen. Milch und Weiß würde ich nicht so große Mengen einkaufen, die verdirbt ein bisschen rascher. Wobei das auch relativ ist, jede Schokolade halt so mal ein Jahr vom Kauf weg. Also da sind wir immer noch in einem sehr, sehr dankbaren Bereich. Aber dunkle Schokolade ist die lagerbarste. Deswegen auch zum Üben und zum Probieren, ein bisschen sich herantasten in das Thema, ist die dunkle sicher die ratsamste. Ein weiteres Argument ist natürlich immer so ein bisschen der Preis. Oder es ist auch ein Indikator für das, ist es gute Schokolade, ist es nicht so gute Schokolade. Also ich würde mal sagen, diese 200, 250 Gramm Tafeln, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, die tun natürlich im Geldbeutel nicht so weh, weil sie kosten zwar 3 Euro herum und da spürt man das nicht so. Die größeren Gebinde von qualitativ hochwertiger Schokolade ist natürlich immer meistens 1 Kilo oder sogar 3 Kilo. Und dann macht es schon einmal einen Zischer, wenn 20 bzw. 60, 70 Euro einmal weg sind für nur Schokolade, sagen wir mal. Aber da kann man sich vielleicht im Freundeskreis ein bisschen absprechen und eine große Einheit ein bisschen aufteilen, dann ist es auch nicht so schlimm. Weil ganz ehrlich, mit so 250 Gramm kommt man nicht allzu weit. Fakt ist, gute Schokolade fängt einmal ab 18, 19 Euro aufwärts an, so im Einkauf, im Großhandel. Ganz spezielle Sorten kann der Kilo auch einmal so 30 Euro kosten. Es ist einfach nur, manchmal zahlt man die Marke mit, so ehrlich muss man sein, aber letztlich ist es immer ratsam, gute Schokolade zu kaufen. Ist ja fürs Klima ein Argument und fürs eigene Wohlbefinden, weil man weiß nicht, ob nicht irgendwo bei Billigsdorfer Produkten doch Kinderarbeit dranhängt. Ansonsten kann ich dir nur viel Spaß wünschen beim Durchprobieren, beim Verkosten und beim Aussuchen deiner Lieblingsschokolade. Das und vieles mehr findest du in meinem Kurs auf siebenhauben.com.